vollkommene Befreiung. Was hindert dich eigentlich, vollkommen frei zu sein? Wo ist dieser Punkt, diese eine Sache, die sagt, nein, du darfst nicht frei sein? Warum lebst du dein Potenzial nicht? Warum tust du nicht das, was du gekommen bist zu tun? Warum lebst du nicht mit dem Partner, den du dir so sehr gewünscht hast? Der, der wirklich zu dir gehört. Ich habe viele Videos über Dualseelen gedreht. Und auch dieses Video enthält Dualseelen. Es enthält es, weil es genau darum geht, deine Dualseele, deine Zwillingsflamme, ja die Menschen, die dich wirklich lieben, das sind die, die das Potenzial in dir erkennen, die dich so sehen, wie Gott dich gemeint hat. Aber derjenige, der es nicht sieht, das bist scheinbar du. Du erkennst dich nicht. Du glaubst, du müsstest in Gefangenschaft leben. In Gefangenschaft von deinem Geld, in Gefangenschaft von deiner Pflicht, Gefangenschaft von deiner Familie, in der Gefangenschaft von deiner Beziehung, in Gefangenschaft von deiner Krankheit oder von einer seelenlosen Tätigkeit, die dich zwar ernährt, aber dich doch nur knapp über Wasser hält und die eigentlichen Dinge, die du genießen willst, die eigentlichen Dinge, die du tun willst, das, was du leben willst, das geht unter. Ich will dich einladen heute, wirklich dir den Tag Zeit zu nehmen, die Nacht Zeit zu nehmen, die Woche, den Monat, wie lange es dauert. Ich will dich einladen und zu schauen, was ist das, was du wirklich vom Leben willst. Wenn es einen Menschen gibt, der genau das liebt, was du bist, dann kann er sich dir jetzt nicht zuwenden, weil du nicht bist, was du bist. Du bist eine Maske. Ja, und du magst dich fortentwickelt haben. Du magst sehr viele Fortschritte gemacht haben, aber dennoch bist du vielleicht immer noch eine Maske. Da ist ein Ich, das nicht ist, was du bist, sondern das nur so tut, zu sein, was du bist. Und wenn wir uns vollständig befreien wollen, dann ist der erste und wichtigste Schritt, herzugehen, in sein Herz zu fühlen. Mach das mit mir. Fühle in dein Herz. Fühle tief hinein und finde mal heraus, was will es eigentlich? Was ist die Vision deines Lebens? Lass mal die Bilder kommen, lass die Gefühle kommen. Atme tief hinein. Befreie dieses Potenzial. Dich mit deinem Herzen verbinden. Das musst du verstehen, auch mit dem Verstand tatsächlich. Denn dieser Verstand ist dein Freund. Nein, du sollst ihn nicht abschütteln, du sollst ihn nicht abschneiden. Aber gehen wir erstmal darauf ein, sich mit dem Herz zu verbinden. Das bedeutet, deine Vision zu finden. In deinem Innern, tief in deinem Innern. Da ist ein Soul-Setting. Das habe ich dir letztes Mal erklärt in dem Video. Soul Set. Und dieses Soul Set ist das Entscheidende für dein Leben. Darin enthalten ist all das, was du tatsächlich verwirklichen willst. Das ist keine Illusion. Das ist zentral für dein Leben. Das ist der Grund, warum du hier bist. Und wenn du dem nicht nachgehst, dann fühlt sich dein Leben leer an. Dann fühlt es sich zwar an, dass du es machst, ja, und manchmal hast du Spaß. Manchmal hast du sogar Freude. Das ist alles richtig. Aber das Erfüllende, das fehlt. Und dieser Mensch, der dir an die Seite gestellt worden ist, das ist der, der zu dir kommen kann und der auch sein Potenzial entwickeln darf. Vielleicht hat er es schon getan. Vielleicht ist er weiter auf diesem Weg als du. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist er ganz am Anfang. Aber das macht nichts. Mach dir keine Gedanken drum. Mach dir keine Gedanken drum. Denn die Wahrheit ist, auf gewissen Gebieten wird er sehr viel mehr
hinter sich haben, sehr viel weiter sein und auf anderen eben nicht. Aber das ist nicht das, was dich bewegen sollte. Das, was dich bewegen sollte, ist die Verbindung zu deinem Herzen. Denn hier ist die Information. Hier liegt die Information deiner Seele. Und dieses Herz kennt den Weg. Und wenn du dich fragst, wie erhalte ich denn die Führung? Wie weiß ich denn meinen Weg? Dann ist das nicht so wie ein Plan. Es ist nicht so, wie wenn du dein Navigationsgerät anmachst. Und dann ist da eine blaue Linie und du musst ihr nur folgen. Und du kannst dir das alles komplett ansehen. Ja, es ist nur eine blaue Linie da, der du folgen kannst. Aber du weißt nicht, wie der Weg sein wird. Schritt für Schritt entfaltet sich das vor dir. Und du fühlst das, weil es fühlt sich gut an. Und das heißt nicht, dass alles, was du tust, zu einem richtigen Ergebnis führt im Sinne deines Verstandes. Sondern all das, was du tust, ist ein weiterer Schritt, um hinzukommen, wo du hinkommen willst. Und wenn du Widerstände hast, wenn du Groll hast, wenn du Hass hast, wenn du Trauer oder Wut in dir hast, dann muss diese erst raus. Wenn du seltsame Vorstellungen hast, wenn du Beschränkungen in dir hast, die du dir auferlegt hast, dann sind diese Beschränkungen genau das, was beseitigt werden muss. Und deswegen zeigen sie sich dir in deinem Leben in einer Art und Weise, dass es sich wie ein Gefängnis anfühlt, dass du glaubst, dann niemals rauskommen zu wollen, damit du deinen Willen nach Freiheit endlich manifestierst. Damit du endlich sagst, nein, es ist Schluss. Ich gehe jetzt meinen Weg. Ich durchtrenne diese Fesseln. Und sie stellen sich dir auf jedem Schritt. Sie stellen sich dir in jeder Entscheidung. Sie stellen sich dir in jedem Gespräch. Immer wenn jemand Nein zu dir sagt. Immer wenn der Weg verschlossen ist. Immer wenn es ein technisches Problem gibt. Immer wenn irgendwas passiert, was dich aufhält. Das heißt nicht, dass du auf dem falschen Weg bist. Das heißt, dass da etwas ist, was dich noch aufhält und du darfst jetzt entscheiden, wie du damit umgehst. Ich habe dir 4 Manifestationswerkzeuge vorgestellt in den letzten beiden Podcasts. Ich habe dir vorgestellt den männlich-weiblichen Kraftausgleich. Ausgeglichen in deiner männlichen und weiblichen Kraft und ausgeglichen in den Kräften deiner 7 Energiezentren, den Chakren, stellt sich deiner Manifestationskraft nichts mehr im Wege, wenn du die 4 Werkzeuge auch ausrichtest. Also das Soul-Set, das Heart-Set, das Mind-Set und das Body-Set. Solange du glaubst, dass du an der Gängelroute deines Geldes, deines Berufes, deiner Familie, deiner Beziehung, ja, selbst die deiner Dualseele, deiner Kinder, deines Berufes, all dessen, was dich bisher gefangen gehalten hat, solange du glaubst, dass du an diesem Gängelband hängen bleiben musst, so lange wirst du auch da hängen bleiben. Ich sag dir den einzigen Grund, den es geben könnte, um dich aufzuhalten. Das wäre, wenn du kleine Kinder von dir abhängig hast oder vielleicht behinderte Kinder, die schon etwas älter sind. Das wäre tatsächlich der einzige Grund, der dich aufhalten könnte, wo du sagen möchtest, nein, ich muss für die Verantwortung übernehmen. Aber jetzt hast du es gesagt. Genau, du musst für die Verantwortung übernehmen und für dich auch. Welche Mutter, welcher Vater kann ich besser für seine Kinder sorgen, wenn er in seiner Kraft steht? Wenn du nicht den ganzen Tag arbeiten musst, sondern viel, viel Zeit hast. Viel, viel Zeit für deine Familie, übrigens auch für deinen Partner, übrigens auch für deine Dualseele. Wenn du all das, was angeschafft werden muss, all das, was gekauft und bezahlt werden muss, wenn du dir keine Gedanken mehr darum machen musst, wo das herkommt. Du sagst vielleicht, deine Manifestationskraft funktioniert nicht. Du versuchst und versuchst es. Das geht nicht. Aber ich sage dir, das, was du jetzt gerade lebst, das hast du ja unglaublich erfolgreich manifestiert. Und es kann sein, dass du dir eine Fülle an Mangel manifestiert hast. Und gerade dann, wenn da Menschen sind, die von dir abhängig sind, Menschen, die nicht alleine für sich sorgen können, denk an ein kleines Kind, jawohl. Das ist der Grund Nummer 1. Ja, das ist der Grund Nummer 1, den du als Fessel oder als Befreiung nutzen kannst. Gerade weil du dich kümmern musst. Es ist nicht schwieriger, ein Leben in Armut und Not zu manifestieren, als ein Leben in Reichtum und Fülle.
der Kraft einer Manifestation ist das völlig egal. Aber es ist schwieriger, viel aufwendiger, das Leben in der Not und Armut zu führen. Aber wenn du nicht weißt, wo du hin willst, wenn du diese Vision gar nicht hast, erstens und zweitens, wenn du den Weg nicht gehst, der dir dahin gedeutet wird, auch wenn die Manifestation noch nicht ganz klar ist, weil diese Information, wo will ich eigentlich hin, noch nicht vollständig oder noch gar nicht da ist. Trotzdem ist da ein Gefühl in dir, das dir einen Weg zeigt. Und dieser Weg, der zeigt sich dadurch, dass es dir Dinge zeigt, die sich wirklich gut anfühlen. Und ich meine von innen heraus gut. Ich meine nicht, dass du in eine Achterbahn steigst und sagst, wow, das macht aber Spaß. Und dann mache ich das nochmal. Und bist den ganzen Tag im Europapark, ja. Das kannst du gerne machen. Aber das ist nicht der Punkt. Dieses sich gut anfühlen ist von innen heraus. Da ist eine tiefe Freude drin, die dich erfüllt. Das ist nicht ein Moment, in dem du begeistert bist. Das ist nicht sich vor den Spiegel stellen und Hurra schreien, wie es manche machen. Das kannst du tun. Aber das hält nur wenige Minuten. Und dann sagte ich dir vorhin, dein Verstand ist dein Freund. Aber dein Verstand arbeitet gegen dich. Und ich sag dir warum, weil du dir selbst das manifestiert hast. Dein Verstand ist dein Freund, weil er logische Aufgaben löst. Weil er auf Fahrpläne guckt. Weil er dir sagt, wie du eine Reise buchen musst. Weil er dir sagt, dein Kühlschrank ist leer, geh einkaufen. Dein Verstand arbeitet gegen dich, weil du ihn mit den falschen Dingen gefüttert hast. Deine Emotion, auch dein Herz, arbeitet gegen dich, weil du mit den falschen Dingen gefüttert hast. Es mag nicht mal in diesem Sinne deine Verantwortung sein, weil es vielleicht von deinen Eltern gefüttert wurde, als Kind, und du konntest nichts dafür. Aber es ist deine Verantwortung, das jetzt zu ändern, das nicht weiter zu füttern. Es ist deine Verantwortung, diese ganzen Müllgefühle einfach mal hinauszuwerfen. Und hinauswerfen heißt nicht, dass du sie ignorierst, heißt nicht, dass du sie verschluckst, es heißt nicht, dass du sie nicht haben willst. Sondern ganz im Gegenteil. Es heißt, dass du sie annimmst, durchfühlst, damit sie endlich gehen können. Denn sie wollen gar nichts anderes tun. Sie gehören nämlich gar nicht zu dir. Und es mag sein, dass der Weg länger dauert. Es muss er aber nicht. Wenn du den Turbogang einschaltest und wenn dir dieser Mensch in deinem Leben begegnet ist, dann ist das die ultimative Aufforderung, genau diesen Turbogang einzuschalten. Und wenn du den Turbogang einschaltest, dann bist du in kurzer Zeit durch. Manche Menschen sagen, sie können sich so ein Mentoring bei mir nicht leisten. Und zum einen ist das gar nicht so exorbitant teuer. Zumindest die Grundleistung, das, was dich wirklich weiterbringt, das ist nicht so exorbitant teuer. Und zum anderen ist es viel, viel teurer, es nicht zu machen. Und wenn du die Sonderleistung haben willst, ja, die kosten dann etwas mehr. Aber diese Dinge musst du nicht buchen. Diese Dinge machen den Prozess nur noch schneller. Ja, du kannst das 21-Tage-Retreat mit mir buchen. Dann sind wir 21 Tage am Stück zusammen. Aber du brauchst das nicht. Versteh mich nicht falsch. Du brauchst das nicht. Es ist nicht so, dass irgendwer das unbedingt tun muss. Aber das, was in diesen Tagen geschieht, ist die größte Transformation deines Lebens. Du kannst es auch zu Hause machen. Für dich alleine. Und weißt du was? Du kannst es schaffen. Du kannst es ganz umsonst haben. Der Punkt ist, geh deinen Weg. Geh deinen Weg, denn dann bist du ein Segen für die Menschen um dich herum. Wenn du diesem Kanal folgst und du investierst keinen Cent und du machst, was ich dir sage, indem du deinem Weg folgst, du machst, was ich dir sage, indem du deinem Weg folgst, weil ich dir sage, folge deinem Weg. Dann schaffst du das, ohne einen einzigen Cent zu investieren. Aber wenn du merkst, dass Dinge sich dir in den Weg stellen, dass sich Themen einfach nicht lösen wollen, dass immer wieder Dinge auftauchen, wo du nicht weißt, wie du die manifestiert hast, dann lass uns mal genauer gucken. Weil es kann sein, dass sie dich Monate und Jahre aufhalten. Demnächst, das kündige ich ja auch an, gibt es eine neue Podcast-Reihe. Eine neue Podcast-Reihe, die du käuflich erwerben kannst. Diese Reihe sind 5x21 Tage. Verkaufsstart ist 1. Oktober. 5x21 Tage, wo wir die 5 Bereiche der Fülle im Leben
Offel. Für jeden Bereich 21 Tage. Für deine Finanzen 21 Tage. Für deine Berufung. Für deine Spiritualität. Für deine Liebe und für deine Gesundheit. Diese Reihe ist so aufgebaut, dass du sehr, sehr, sehr viel Arbeit hast. Also es wird richtig heftig, ja. Weil das ist eine kurze Zeit und es gibt viel zu tun. Aber wenn du keinen Erfolg hast, zahle ich dir deine 400 Euro wieder zurück. Im Übrigen kannst du die Bereiche auch einzeln buchen. Ja, wenn du sagst, oh, drei davon habe ich schon, ja, dann buchst du eben die fehlenden beiden. Oder du fängst einfach mal mit einer an. Ein Teil dieser Reihe ist dann für 100 Euro erhältlich. Und wenn du es nicht schaffst, wenn du mir am Ende tatsächlich sagst, ich habe jetzt alles durch und hier hat sich nichts getan, dann kriegst du dein Geld zurück.